Hi, hallo, ich bin's Alena. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir planen jetzt die Neujahrswoche und wie du sehen kannst, ich habe zwei Sticker-Sets, die gibt's auch im Shop. Ich kann mich nicht entscheiden, weswegen wir jetzt erstmal beide zusammen angucken. Das ist jetzt eher so Pastellfarben gehalten, in frischen, angenehmen Farben. Gibt natürlich wie immer 6 Blatt insgesamt. Und dann habe ich noch ein zweites Set, was so Gold, Champagner, Rosé, Schwarz-Grau ist. Also das ist auch eine tolle Farbkombi. Und ich weiß jetzt mittlerweile schon, für welches ich mich entschieden habe. Ich habe mich für dieses Champagner, Kupfer und also Champagner, Kupfer und Grau-Schwarz entschieden. Ich nehme wieder Sticker noch mit dazu von Rossmann aus der Ideenwelt. 3 Bögen gibt es hier. Und ja, die glitzern so ein bisschen. Ich verwende hier ein paar Boxen und die Glitzerherzchen, denn ich finde, das passt am besten zu diesem gelben, gelb-schwarzen Sticker-Set. Und jetzt ist irgendwer gegen die Kamera gestoßen. Ihr wisst es, ne? Das ist hier live und nicht geschönt und nicht ausjustiert und herrlich. Die Sonne hat uns heute auch mal einen Besuch abgestattet. Das Neujahrsset, also das, was ich jetzt zur Seite lege, das werde ich dann in der ersten Januarwoche verwenden. Also werdet ihr das auch sehen. Nochmal ein kurzer Blick in die Monatsübersicht und auch, was wir letzte Woche gemacht haben. Und dann fangen wir natürlich wieder an, wie immer, mit dem Washi-Tape. Wie du sehen kannst, ist das auch einmal gespiegelt. Also das Feuerwerk ist auch einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite, dass man es auch wirklich passend aufkleben kann. Du kannst natürlich auch jederzeit das Washi-Tape einkürzen, umdrehen, an die Seite kleben. Völlig frei, also man muss es nicht so verwenden, die Sticker-Sets, wie ich sie jetzt benutze. Ich zeige hier immer nur Designbeispiele und du weißt, wenn du schon länger auf meinem Kanal mit dabei bist, ich brauche viele Sticker, ansonsten nutze ich meinen Kalender eben nicht. Als ich dieses Set gestaltet habe, habe ich auch darauf geachtet, dass es nicht zu schwarz wird, dass es nicht zu blockig wird. Und habe das dann kombiniert eben mit diesem hellen Champagnerton, mit einem schönen Gelb-Gold und auch noch mit einem Grau, also einem dunklen Grau. Ja, ich wollte einfach nicht, dass es dann zu schwarz, zu drückend wird, denn ja, ne, wir sind hier jetzt nicht bei Halloween, sondern wir sind hier bei Hallo, herzlich willkommen, neues Jahr. Ich packe jetzt wieder meine Wochentage drauf. Also wie du siehst, so die Anfänge sind immer, immer, immer die gleichen. Und da ändert sich auch nichts. Was ich auch hier schön finde, dass ich dieses Mal das Washi-Tape eben komplett in einer anderen Farbe gestaltet habe als die Wochentage. So, dass es uns nicht wie beim Donnerstag letzte Woche bei dem Spread oder vorletzte Woche war das, dass man da eben dann auch den Donnerstag nochmal in einer farbigen Box hat. Die Reste vom Washi-Tape klebe ich mir wieder nach unten rechts und unten links. Einmal für auf der rechten Seite Sonntag und einmal auf der linken Seite für wichtig. Also für Dinge, die reinkommen, die extrem wichtig sind. Und auch in dieser Woche habe ich recht wenig Termine. Ich finde das immer ganz toll. Ich gucke jetzt hier gerade, welche Datumssticker ich nehme. Ich habe jetzt hier noch einen Restbestand in Clear, also mit durchsichtigen Zahlen. Und ich denke mal, dass wir die dann auch mittlerweile, bis du dieses Video siehst, oder besser gesagt, dass die dann auch demnächst im Sticker-Shop landen. Den 1. Januar und den 2. Januar habe ich jetzt hier in diesem Kalender auch nochmal mit drin. Einfach nur so, aus Just for Fun, ne? Für mein optisches und für mein Auge und für meinen inneren Seelenfrieden, dass die Seiten auch voll sind und ich die Sticker auch wirklich verwenden kann. Ich klebe jetzt hier jeden zweiten Tag diese Gold-Champagner-Farbe, diese etwas dunklere hin. Und das machen wir am Montag, am Mittwoch, am Freitag und auch am Sonntag. Einfach nur, um das Gleichgewicht herzustellen, auch wenn der Sonntag immer unten rechts irgendwo in der Ecke rumfliegt. Das ist aber nun mal so und ich finde das gar nicht so schlecht, denn sonntags habe ich eigentlich nie großartig Termine, außer eben das Essen bei unseren Schwiegereltern. Entschuldigung, es ist schon spät, ich musste gehen, also besser gesagt bei meinen Schwiegereltern. Dienstag, Donnerstag und Samstag klebe ich mir so eine kleine Checkbox hin. Die kann man beschriften, muss man aber nicht. Und wenn du einen weißen Marker hast oder einen weißen Gel-Liner, dann kannst du auch das Feuerwerk direkt noch beschriften, wenn du das möchtest. Direkt da unten drunter kommt natürlich wieder so eine kleine Deko-Leiste. Ich nehme aber auch diese Deko-Leisten teilweise wirklich her und schreibe mir da noch einen Termin drauf oder eine Notiz oder irgendwas, was für mich wichtig ist.
aber da ich ja jetzt hier auch wieder in dieser Woche, wie ich schon gesagt habe, sehr wenig Termine habe, kann ich mir das wirklich richtig zukrachen. Ich gucke jetzt, dass ich das erstens gerade aufs Papier bringe, was ja bei mir immer so eine ganz interessante Geschichte ist, vor allem da mit dem Ringlicht oben drüber, dass ihr was seht. Und ja, genau. Das gelbe Feuerwerk kommt dann direkt auf den Freitag, das Happy New Year auf den 1.1. Und am Montag, da ihr wisst, ich habe am Montag immer nur das typische Workout, den Kaffee, die E-Mails, den Shops, dann vielleicht noch was filmen und so weiter. Da kommt dann gleich das große schwarze Feuerwerk hin, denn ich verwende hier den Menüplaner unten links auf der rechten Seite, der auch dieses Feuerwerk hat. Der zweite Menüplaner wäre ja dann das Champagnerglas, glaube ich, oder die anderen Feuerwerk in Champagnergold. Moment, ich gucke mal kurz auf mein Stickerset. Das wäre auch dieses Feuerwerk, vom, was ich jetzt am 31.12. draufkleben habe. Ich habe mir auch hier schon so ein glitzerndes oder ein paar glitzernde Herzchen noch mit draufgeklebt und natürlich wieder den Schriftzug Menüplan, denn ihr wisst, wir planen unsere Menüs vor, damit wir einfach dort weniger Geld ausgeben, dass wir nur das wirklich einkaufen, was wir brauchen und dann nicht noch irgendwie unnötig was einkaufen, was uns dann vergammelt und wir dann unterm Strich wegschmeißen müssen. Unter diese vollen Boxen kommen dann auch wieder passend an allen drei Tagen ein heller Deko-Streifen hin oder ein sogenannter auch Header, wie man sie nennen kann. Und jetzt gucke ich, dass ich Dienstag und Donnerstag das Ganze noch voll mache von den Stickern her, abwechselnd, dass es, ne, dass sich die beiden Seiten gut kombinieren, aber auch, dass die Boxen zum Beispiel, dass am Dienstag das alles die gleiche Länge hat wie der Montag und der Mittwoch. Und das funktioniert auch mit diesen Stickern sehr, sehr gut. Jetzt bin ich gegen die Kamera gestoßen mit meinem Dutt, also mit meinem Messi-Bun. Das tut mir sehr leid. Also wenn ihr zu weit weg seid, dann habt ihr dauernd mein Gesicht oder meine Rübe da im Film mit drin oder in den Aufnahmen mit drin, weil ich dann dauernd über meinem Planer hänge. Und drum hängt das Ringlicht jetzt wirklich so tief, dass es für mich die Erinnerung ist, Alena, häng nicht mit deinem Kopf dauernd darüber, sonst seht ihr nichts. Und wie du sehen kannst, ergibt das jetzt alles so eine schöne einheitliche Linie von Montag bis Freitag. Dass wir den Samstag auch noch ausgleichen können, nehme ich jetzt wieder ein paar Checkboxen, wieder in unterschiedlichen Farben, so dass es sich gut ergänzt, aber dass wir nicht allzu viele Farben von ein und derselben immer auf dieser, also ne, dass sich das alles so ein bisschen schön verteilt. Ich habe jetzt auch, obwohl ich im November viel mit, viel auch mit Kreisen gearbeitet habe, also mit anderen geometrischen Formen, bin ich jetzt im Dezember eigentlich schön hübsch geometrisch geblieben. Was auch mal so als Abwechslung ganz nett ist. Ich verlinke dir viele Videos oben rechts direkt im aufploppenden i immer wieder, also in der Infocard sozusagen. Und wenn du irgendwas wissen willst, wo die Sticker her sind etc., das findest du natürlich alles in der Videobeschreibung. Nachdem ich jetzt Montag bis Samstag einheitlich von der Höhe gestaltet habe, kann ich mich um den Rest einfach auch kümmern, wie ich sie so gestalten möchte. Und nehme mir dann dazu diese Viertelboxen oder besser gesagt diese Drittelboxen, die auch alle noch einen weißen Kasten vorne draufgelegt haben, so leicht transparent, dass man sie auch jederzeit beschriften kann und nutzen kann. Die anderen Tage jetzt am Dienstag und auch am Samstag, da ich einfach nicht so viele Boxen hatte und außerdem auch das Problem habe mit dem Menüplaner, gucke ich, dass ich jetzt das alles so noch schön dezent gleichmäßig auf ein und dieselbe Länge runterziehe. Also ich krach das Ding wirklich komplett voll. Lass mich mal bitte wissen, ob du auch so ein Sticker-Freak bist, also so einmal komplett wirklich da alles voll krachst, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du einfach wenig Termine hast, und damit das von dem Abstand auch so einigermaßen hinhaut, korrigiere ich jetzt nochmal schnell ein paar Sticker. Oder ob du wirklich der Mensch bist, der einen Stift, drei Textmarker braucht in seinem Kalender und fertig ist das. Wie viele Kalender benutzt eigentlich du? Hast du auch ein sogenanntes oder einen sogenannten Memory-Keeping-Planner oder bist du ein Kalender mit allem drin? Ich habe jetzt für 2020 meine Arbeitsgeschichten, also Arbeitsgeschichten ist gut, alles was YouTube, Instagram, meine Shops und so betrifft, kommt wirklich in einen eigenen Planer, und alles was so mein Privatleben und meine Familie betrifft, das kommt auch in einen Planer. Also ich habe jetzt wirklich nicht mehr alles für nächstes Jahr so gedacht,
dass das alles wirklich in einen Kalender gehört, so wie ich es bis jetzt oder mache, wie ich es bis jetzt immer hatte, sondern dass ich es trenne, mal versuche, wie das ist. Wenn es nicht funktioniert, werdet ihr das noch früh genug mitkriegen. Wenn ich dann feststelle, nee, alles in einem Kalender war doch cooler, dann lasse ich euch das natürlich wissen, damit meine Kopfseiten nicht zu leer bleiben. Ihr wisst, ich kann das nicht sehen. Kommt jetzt oben links mein Noseband hin. Ich weiß, heute mal links anstatt rechts. Und auf der rechten Seite kommt auch nochmal ein Tracker hin, wo ich aber noch nicht genau weiß, wofür ich ihn nutzen möchte. Denn ihr wisst, ich tracke meistens so zwei Sachen. Einmal das Noseband ist klar und beim zweiten Mal entweder ist es, wie oft hatte ich die Waschmaschine an in der Woche oder wie oft habe ich Sport gemacht. Also solche Sachen. Das ist kein fester Planer oder der zweite Tracker ist jetzt nicht unbedingt fix und fest, sondern der ist dann wirklich mal so ausprobieren, was ob sich oder was bei mir noch so alles reinpasst vom Tracking her. Die Glitzerherzchen von Rossmann sind ganz süß. Also ich fand es mal ganz nett jetzt mal. Wir haben ja auch im Dezember schon einmal mit Roségoldfolierung gearbeitet. Da waren ja auch die Sticker von Rossmann aus dieser Ideenweltabteilung. Und die finde ich manchmal gar nicht so verkehrt. Und dieses Mal sind es eben Glitzerherzchen geworden. Hier unten in die Ecke kommt dann auch noch die To-Do-Geschichte, also mit so dringlichen Aufgaben für die ganze Woche oder Dinge, die mir einfallen, die ich unbedingt noch erledigen möchte. Ich fülle meinen Kalender in diesen Plan mit mir ist nicht immer zu 100% aus, weil erstens weiß ich manchmal noch gar nicht, was sich alles genau an Terminen ergibt oder an Dingen ergibt, die zu erledigen sind, sondern Füll halt so weit aus, wie ich es weiß und der Rest kommt dann immer so nach und nach, wenn ich mich immer am Freitag hinsetze und dann mal schnell die nächste Woche plane, weil dann kommen meistens schon Termine rein oder aber auch, wenn direkt ein Termin reinkommt, dann trage ich ihn gleich an den entsprechenden Tag ein. Sonntags, wie immer, Schwiegereltern ist markiert, ihr wisst es. Und hier unten mache ich mir jetzt drei Ziele für 2022 hin. Also hier bereite ich es mir vor. Ich versuche mir jedes Jahr ein paar Ziele fürs neue Jahr zu setzen. Also jetzt nicht gute Vorhaben oder so, oder das möchte ich, also, sondern wirklich Ziele. Drei Ziele, die ich im nächsten Jahr erreichen möchte. Leider hatte ich jetzt keinen wunderschönen Aufkleber, der dazu gepasst hätte. Also habe ich mich einfach für die drei Luftballons entschieden, habe geguckt, wo ich ihn hinklebe und schreibe mir dann einfach daneben Ziele für 2022. Also das können privat-berufliche Ziele sein, also private Ziele, berufliche Ziele oder aber auch Ziele, was mein Hobby angeht, also YouTube und so weiter. Da ich auf der linken Seite bei Wichtig noch so viel Platz hatte, klebe ich mir jetzt hier nochmal so einen schicken Header hin, allerdings hochkant. Und mache mir dann da noch drei Pfeile hin, drei verschiedenfarbige Pfeile natürlich, damit wir so die Farbe ein bisschen aufgreifen. Und später habe ich mir dann da noch einen Putzsticker hingeklebt. Jetzt markiere ich mir wieder meinen typischen Montagskaffee mit meinen E-Mails und mit meinen Shops, dass ich da auch nach dem Rechten gucke, obwohl die Shops eigentlich immer täglich dran sind, ne? Da wird jeden Tag kontrolliert. Mein Workout wird auch noch markiert, Montag und diesmal Donnerstag, denn Freitag ist Silvester und ich glaube nicht, dass ich da am Freitag noch großartig Sport machen möchte. Dienstag trage ich mir die Bestellungen und den Post ein, das heißt, da fahre ich dann sämtliche Bestellungen, die so über die Weihnachtsfeiertage reingekommen sind, trage ich mir dann ein, dass ich die dann da wegbringen will. Einkauf für den Fall, dass doch noch irgendwas fehlt zwischen Weihnachten und Neujahr, denn da planen wir dann mal ganz viel Zeit mit ein. Dass wir am 31. natürlich dann die Schwiegereltern anrufen und die Sticker sind alle übrig geblieben. Ihr wisst es, ich zeige euch das immer ganz gern. Jetzt haben wir auch die letzte Woche im Jahr 2021 geplant und Wahnsinn, ihr werdet kurz vor Weihnachten schon mein erstes Januar-Spread sehen, dass ihr euch Inspiration fürs neue Jahr holen könnt. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob dir dieses Motto gefallen hat, ob dir die Farben gefallen und ja, wie du dein Neujahrsspread gestaltest, würde mich auch sehr interessieren. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Start und einen gesunden Start ins neue Jahr. Rutsch gut rein und ja, dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.